möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Paragon. Carradine? Der Paragon-Schmied? Am Leben? Ah, diese Stimme erkenne ich wieder. Tretet vor, Shale aus dem Hause Kadash. Oh. Ihr kennt meinen Namen? Habt ihr mich also erschaffen? Habt ihr mir meinen Namen gegeben? Ihr habt es also vergessen? Ah, es ist so lange her. Ich habe aus euch den Golem gemacht, der ihr jetzt seid, Shale. Doch davor wart ihr ein Zwerg, genau wie ich. Der beste Krieger unter König Valtors Befehl und die einzige Frau, die sich freiwillig gemeldet hat. Die einzige Frau? Ein Zwerg? Ich habe euch auf den Amboss der Leere gelegt, hier in diesem Raum, und euch eure heutige Form gegeben. Der Amboss der Leere. Danach suchen wir. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Ihr habt den Amboss hergestellt, nehme ich an. Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen, so beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich, aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Eine grässliche Abkürzung. War es das wert? Klingt nach Blutmagie. Ein gefährlicher Pfad. 10 Fuß groß und unverwundbar? Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ja, war es das wert? So sprach mein König. Ich wollte nur Freiwillige benutzen, aber damit war er nicht zufrieden. Und schon bald gab es hier Ströme von Blut. Irgendwann hatte ich genug und weigerte mich. Also brachte Valtor mich als Nächsten auf den Amboss. Also habt ihr ihn weggesperrt. Orsamar hätte Verwendung dafür. Und jetzt? Wollt ihr Rache? Klingt, als hättet ihr das verdient. Ja, wollt ihr Rache? Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Ihr wart eine der loyalsten, Shale. Ihr blieb die ganze Zeit an meiner Seite. Und am Ende schickte ich euch aus Mitleid fort. Ich erinnere mich nicht. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren. Nein! Der Amboss gehört mir! Niemand nimmt ihn mir weg! Shay, ihr habt bereits einmal für die Zerstörung des Ambosses gekämpft. Lasst ihn nicht wieder in gedankenlose Hände fallen. Ihr sprecht von Dingen, an die ich keine Erinnerung habe. Ihr sagt, wir kämpften. Habt ihr uns das über unsere Kontrollstäbe befohlen? Ich habe die Stäbe zerstört. Vielleicht haben meine Schüler später herausgefunden, wie man sie ersetzt. Das weiß ich nicht. Aber in dem Fall können sie mit dem Amboss so viele Sklaven erschaffen, wie sie wollen. Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich war noch niemals mit Shale hier. Das heißt, ich kenne diese ganzen Dialogoptionen hier gerade gar nicht. Was daran liegt, ja, dass ich Shale noch nie mit habe, deshalb höre ich gerade selbst ein bisschen gespannt zu. Ihr wart ein Paragon. Ich helfe euch, wenn ihr einen neuen König unterstützt.
Ich brauche ihn, um mit Branka zu verhandeln, nicht um Golems herzustellen. Warum sollte euer Schuldgefühl meine Pläne aus dem Tritt bringen? Nein, wir unterstützen auf jeden Fall ihn, weil ich auch Shale unterstützen will. Hört nicht auf ihn! Er ist seit 1000 Jahren hier gefangen und völlig wahnsinnig! Verhelft mir zu dem Amboss, dann werdet ihr eine Armee bekommen, wie es noch nie eine gegeben hat! Branka, du verdammter, verrückter Nackschwanz! Bedeutet dir das Ding so viel, dass du nicht siehst, was du geopfert hast, um es zu bekommen? Seht euch um! Sollte so etwa unser Reich aussehen? Ein zerfallener Tunnel, vollgespuckt von der dunklen Brut? Der Amboss bringt uns unsere Pracht wieder zurück. Der Amboss versklavt lebende Seelen. Er muss zerstört werden. Ihr habt recht, er ist zu mächtig, um ihn nicht zu behalten. Nein, er muss zerstört werden. Es kämpft also an Carradines Seite. Gut, das ist das Richtige. Danke. Euer Mitgefühl beschenkt mich. Nein! Ihr bekommt ihn nicht! Nicht solange ich lebe! Dann sterbt er. Branka, wirf für diese Sache nicht dein Leben weg! Sie ist nicht mehr die Branka, die ihr kanntet. Tretet beiseite. Seht ihr nicht, dass sie gefährlich ist? Wir müssen den Amboss zerstören, Branka. Ja, es geht nicht anders. Dann gebt ihr das verdammte Ding doch! Sie ist verwirrt! Wenn sie sich beruhigt, können wir vielleicht mit ihr reden. Ich bin nicht gewillt, dieses Risiko einzugehen. Sie ist besessen und kann nicht mehr davon erlöst werden. Das geht nicht, Orgrin. Ihr seid hier nicht der einzige Meisterschmied, Carradine. Golems, gehorcht mir! Angriff! Ein Kontrollstab! Aber ihr müsst mir helfen. Alleine kann ich nicht aufhalten. Okay, go Freytzelon Power. Machen wir sie fertig. Wir sind alle so. Gut, also mal kurz überblicken. Der ist auf unserer Seite, der ist auf unserer Seite. Carradine kann sich nicht bewegen, weil die hier seinen Kontrollstab hat. Der Rest der Golems und Branka ist gegen uns. Und wir haben Orgrin im Team. Gott, ist das geil. Ich bin gierig auf Sterben, nicht wahr? Stan ist da ziemlich allein gelassen, aber ich kann ihm im Moment nicht helfen. Ich kann ihm leider gar nicht helfen. Das ist schlecht. Stan, Rundumschlag. Es wäre schön, wenn du weiterlebst. Warum bist du plötzlich gegen mich, Branka? Warum sind hier vier Brankas? Hä? Was dann wohl? Noch ein Leben, das meiner Erfindung geopfert wurde. Wenn die Geschichte das alles doch nur totgeschwiegen hätte. Ja, du machst keine Scherze, dumme Frau. Ich wusste immer, dass der Amboss sie umbringen würde. Wieso konnte mich die Frau nicht ebenso deaktivieren wie euch, Carradine? Ich weiß es nicht. Wurdet ihr verändert? Ich hatte mal einen jämmerlichen kleinen Magier als Meister. Er hat etwas mit mir gemacht.
Experimente. Dann habe ich ihn getötet und wurde dadurch gelähmt. Vielleicht hat er alte Erinnerungen wachgerufen. Und euch fiel die Zeit wieder ein, als ihr an meiner Seite gekämpft habt. Die Lähmung tritt immer dann auf, wenn der Meister nicht mehr ist. Und was euren freien Willen angeht, ihr wart schon damals eine starke Frau, Shane. Es freut mich, dass sich das nicht geändert hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Dank mir nicht. Das alles habe ich angerichtet. Es ist mein Vermächtnis. Aber wenigstens ist es nun zu Ende. Ich danke euch, dass ihr zu mir gehalten habt. Der Amboss wartet darauf, dass ihr ihn zerschmettert. Kann ich euch für eure Hilfe irgendeinen Gefallen erweisen? Als letzte Tat? Bevor ich von meiner Bürde befreit werde? Auburn, ihr habt Branka verloren. Was möchtet ihr? Branka könnt ihr wohl nicht zurückbringen, was? Oder einen Golem aus ihr machen, wie ihr einer seid? Das würde ich nicht mal tun, wenn ich es könnte. Das dachte ich mir schon. Dann will ich nichts. Denn es würde mich an all das erinnern. Es ist vorbei. So ist es gut. Da wäre noch die Sache mit der Wahl. Wir brauchen immer noch die Unterstützung eines Paragon für die Versammlung, oder nicht? Für eure Hilfe werde ich ein letztes Mal zum Hammer greifen und euch eine Krone schmieden, die ihr dem König eurer Wahl übergeben könnt. Ich dachte, er kann den Amboss nicht berühren. Carradine. Sieht gut aus. Hier. Es ist vollbracht. Gebt sie, wem ihr wollt. Ich will ihren Namen nicht hören und nichts über sie wissen. Ich habe meine Zeit längst überlebt. Hier ist kein Platz mehr für mich. Ich werde den Amboss zerstören, wie zugesagt. Go, Frezulon. Go, Frezulon. Go, Frezulon. Das Ding ist aber groß. Der Hammer ist klein. Ist klar. Ist klar. Frezulon ist plötzlich Superman. Euch gebührt mein ewiger Dank, Fremder. Etrasta Naltusha. Möget ihr in der Dunkelheit stets euren Weg finden. Carradine! Da ist er weg. So ein Mist. So ein Mist. Mist, 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 Mist.